Hallo Freunde, da sind wir wieder und wir suchen hier ein Spezialwerkzeug. Mal gucken, ob wir das auch finden. Gucken wir in alle Ecken. Dass sie hier was übersehen. Da ist nichts drin. Und dann gehen wir mal wieder runter. Aber gucken vorher mal auf die Karte. Was wir hier für Missionen noch haben. Die nähern sich von der Straße aus. Wir sitzen fest. Wo bleibt die Verstärkung? Ich habe einfach keine Leute. Wir haben... Wir wissen, dass die Operationsbasis von den Kriminellen belagert wird, die den Madison Square Garden übernommen haben. Wir wissen nicht, wie viele es sind und sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Das muss unsere erste Priorität sein, Agent. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann sehen wir weiter. Ich habe nichts, was Sie wollen. So, dann tun wir mal uns die Basis wieder zurückholen. Und kürzen hier mal ein bisschen ab. Mal gucken, ob wir da auch hinkommen. Jawohl. Stehen wie Zeitwagen rum. Eine einfache Risikogewinnrechnung. Tja, das war Zeitverschwendung. Ja, Freunde, man sollte nicht da lang gehen. Beziehungsweise aneinander hocken, wenn man Sprengstoff am Körper hat. Ultimamente non si vede tanta gentilezza in giro.
kein Grund zur Gewalt. Ich bin keine Gefahr für Sie. Die Jacke fallen oder ich schieße. Hinter uns. Mann, was machen Sie denn? Vorsicht, Jungs! Es ist gerade vorbei! Mist, die schlachten uns ab! Alles gut, Mensch. Was hast du denn? Und wir sind auf dem Weg zu unserer Basis. Kürzen mal hier ab. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Ist das alles im funktionierenden Zustand. Weniger als gedacht. Ich brauche dringend was zu rauchen. ITF-Verstärkung angefordert. Warnung! Gegner nähern sich! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Die halten mich nicht auf. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Was zum?
RAF Security übermittelt. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Gut, dass sie aufgetaucht sind. Es ist alles okay. Wir schaffen das. Freunde, so nicht. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Ja. So, haben wir noch irgendwo was, was wir mitnehmen können? Nur das? Okay. Ich will sie nicht aufhalten. Gut, wie ich hörte, brennen die Cleaner systematisch die alten Wohnblocks wieder. Dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Weiter geht die Reise. Okay. Sie sollten helfen, nicht alles schlimmer machen. Mach ich doch. Egal ist. Verflucht, er ist tot. Es macht doch keinen Sinn mehr weiterzugehen. Мы очень ценим твою помощь. Okay, sind wir hier in einem neuen Endort. Gebiet. Und ich höre schon Schüsse. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Achtung! Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43? Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auch Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke! Los, los, los!
So. Wir kämpfen hier nicht gegen Profis. Wir haben halt das Feuer aufrecht. Leute, ich brauche Munition. Draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Beweg den Arsch. Hallo, Freunde. Alles? Wo soll ich hin? Ach, hier unten runter. Okay. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus.
Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. So, was haben wir Schönes hier? Fertigkeiten. Was ist denn da Schönes? Mein Gott, alles Glück der Welt da draußen. Objekt an Fertig. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns.